Arundhati Nyaya, das Gleichnis der Sterne, eine Vedanta-Analogie, um zu verstehen, wie ein spiritueller Lehrer, ein Meister, ein Guru, einen Schüler zur höchsten Verwirklichung führt. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vedanta-Kurzvortrag. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Heute will ich über eines der Vedanta-Gleichnisse sprechen, nämlich Arundhati Nyaya. Nyaya, das Gleichnis von Arundhati, und Arundhati ist ein Stern. Dieses Gleichnis gibt es in verschiedenen Variationen. Die eine Variation ist, angenommen, du siehst einen Stern am Himmel, zum Beispiel den Mars oder den Venus, die kann man ja tatsächlich am Himmel auch sehen. Und dort ist neben dir jemand und dem willst du zeigen, wie er den Stern sehen kann. Du nimmst einen Finger und zeigst dorthin und sagst, dort ist die Venus. Der andere folgt deinem Finger und sieht dann auch die Venus und kann es erkennen, ah, da ist die Venus. So ähnlich sind die Lehren im Vedanta. Man gebraucht Worte und sagt zum Beispiel, Tattvamasi, das Unendliche und Ewige, das bist du. Man muss aber wissen, Worte sind nicht die höchste Wahrheit. Worte sind nur Zeiger. So ähnlich wie du mit dem Finger auf einen Stern zeigen kannst und dann der andere den Stern sieht, so ähnlich kannst du Worte gebrauchen, um die Unendlichkeit und die Ewigkeit zu beschreiben. So ähnlich kann ein Meister mit Worten dich hinführen wollen zur Erkenntnis des Unendlichen und des Ewigen. Die Worte sind noch nicht mal von der Art wie Brahman. Worte sind Worte, aber Brahman ist unendlich und ewig. Worte sind nicht unendlich und ewig. Aber mit Worten kann dein Bewusstsein zu Brahman hingelenkt werden. Genauso wie du mit dem Finger die Aufmerksamkeit hinlenken kannst, zur Venus oder zum Mars. In diesem Sinne sollte man sich auch nicht zu sehr über Worte mokieren. Im Vedanta gibt es so viele Gleichnisse, so viele Aussagen. Es ist jetzt nicht wichtig, wie die einzelnen Worte formuliert sind. Worte sind insofern wichtig, wie sie hinzeigen zu Brahman, zum Höchsten, und dir helfen können, das Höchste zu verwirklichen. Arundhati Nyaya wird auch nochmals anders verwendet, nämlich auch, wie man von Stern zu Stern kommt. Und in diesem Sinne interpretiert es Swami Vishnu Devananda in seinem Buch Meditationen Mantras, eine der vielen Deutungen von Arundhati Nyaya. Angenommen, jemand will einem einen bestimmten Stern zeigen. Und dann ist es vielleicht schwierig, diesen bestimmten Stern am Himmel zu finden. Nehmen wir nämlich an, es ist nicht ein heller Stern wie Venus und auch Mars, sondern es ist ein weniger heller Stern. Und du willst jemandem jetzt zeigen, wie er diesen Stern sehen will. Und dann wirst du verschiedene andere Sterne erst zeigen. Da wirst du vielleicht sagen, da ist der Polarstern, guck etwas weiter, dort ist die Venus, die siehst du an dieser Stelle, guck etwas weiter, dort siehst du den Mars, etwas weiter dort oben. Und dann der sechste Stern von dort, ein bisschen weiter unten, das ist der Stern, den ich dir zeigen will. In diesem Sinne wird ein Vedanta-Lehrer, ein Jnana-Yoga-Guru, wird Schritt für Schritt den Schüler heranführen an die höchste Weisheit. Vielleicht wird er ihm erst Karma-Yoga zeigen, im Alltag uneigennützig dienen zu lernen, verhaftungslos zu handeln. Ja, dann vielleicht Bhakti-Yoga lehren, nämlich lehren, wie man Gott verehren kann, wie man Hingabe üben kann, wird vielleicht verschiedene Geschichten erzählen, Kirtan anleiten, wird vielleicht dabei auch Hatha-Yoga lehren, wie man den Körper reinigen kann, wie man Prana erhöhen kann, die Chakras öffnen kann, wird dann vielleicht Raja-Yoga lernen, wie bekommst du deinen Geist unter Kontrolle, wie kannst du lernen, dich nicht so zu identifizieren mit deinem Geist. Und dann wird er dich vielleicht zum eigentlichen Jnana-Yoga hinführen und dir dann zeigen, wie du hinkommst zu
Satchitananda Svarupoham. Deine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. In diesem Sinne, Spiritualität geschieht schrittweise. Du wirst erst den einen Stern wahrnehmen, dann den nächsten und dann den nächsten. Aber irgendwann wirst du zum eigentlichen Stern kommen, zum Ewigen, zum Unendlichen und Absoluten. Du wirst verwirklichten, Satchitananda Svarupoham, meine wahre Natur, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Soweit zu Arundhati Nyaya, das Gleichnis von den Sternen. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Auf dieser Seite findest du auch ein Suchfeld, oben oder rechts oben, und dort kannst du eingeben Nyayas, Nyayas, und dort findest du auch die anderen Vedanta-Analogien. Du kannst dort auch eingeben Vedanta-Meditation und Jnana-Yoga, und dort findest du einen großen Kurs mit 20 Lektionen, um Vedanta und Jnana-Yoga tiefer zu verstehen.